Ein Familienvater auf dem Weg zum Kindergarten. Sune Pedersen, gebürtiger Däne und Wahlberliner, will sein Auto verkaufen, einen BMW Diesel. Früher kein Problem. Aber seit dem Dieselskandal wird er sein 7 Jahre altes Fahrzeug einfach nicht los. Superschönes Auto, wenig Kilometer, relativ jung und insgesamt gar keine Probleme damit gehabt in den 2 Jahren. Ich habe seit fast 1 Jahr das Auto jetzt zu verkaufen gehabt in den populären Internetportalen und keiner hat sich noch das Auto angeguckt. Die einzigen Angebote bekommt er aus Osteuropa, vor allem aus Polen. Doch die Händler dort bieten gerade mal 15.000 Euro. Vor der Dieselkrise hätte Sune Pedersen für seinen BMW wahrscheinlich 10.000 Euro mehr bekommen. Das ist viel Geld für unsere Familie. Also es gibt vieles, was wir lieber für dieses Geld jetzt investiert hätten. Und hätten wir gewusst, was wir heute wissen, dann würde ich mal sagen, dann auf jeden Fall hätte ich kein Dieselauto gekauft. Für polnische Autohändler läuft das Geschäft dagegen gut. Frankfurt-Oder, Grenzübergang. Jesche transportiert jede Woche deutsche Pkw über die Grenze. Mit der Dieselkrise wurden gerade ältere Autos zum Exportschlager. 350.000 Diesel wurden allein 2017 nach Polen ausgeführt, Tendenz steigend. Auf der Autobahn sieht man es. Ukrainer, Litauer, Letten, alle bringen Autos aus Deutschland. Früher hat man den letzten Schrott importiert, sogar Unfallautos. Heute sind die meisten Autos in einem viel besseren Zustand. An diesem Abend trifft Jesche noch Kollegen. Ich komme aus Berlin. Ich war bei Hannover. Gab es Stau? Ja, an der Grenze ist immer Stau. Mach's gut. Schönen Abend. Gebrauchtwagenhandel in Zielona Góra. Hier liefert Jesche die Autos ab. 80 stehen auf dem Hof, davon 60 Diesel. Für den Chef Piotr Lubin sind das gute Zeiten. Gerade hat er wieder einen deutschen Dieselbesitzer an der Angel. Auto ist deutscher. Auto ist 240.000 gelaufen Kilometer, ja? Wie viel Minimalpreis muss bezahlen? Das ist Diesel. Viel Kilometer fahren. Okay, muss denken. Alles klar, danke. Ciao. Inzwischen ist Autohändler Lubin wählerisch geworden, nimmt längst nicht mehr jeden Wagen. Das Angebot ist groß und die Deutschen froh, wenn sie ihren Diesel überhaupt noch loswerden. Deutsche Kunden müssen sich daran gewöhnen. Ein 8-jähriger Diesel muss preiswert sein und ein vollständiges Scheckheft haben. Stimmt der Preis, finden wir schon einen Kompromiss. Isabella und Jaroslav Potoschne suchen ein Familienauto, gern einen deutschen Diesel. 100 Kilometer von der Grenze sind Fahrverbote kein Thema und der hier gefällt ihnen. Also wir mögen BMW. Ja, ja, weil ihr generell deutsche BMW Freude am Fahren. Wie wichtig sind für euch die Abgasnormen? Schon wichtig, aber nicht so sehr. Andere Kriterien sind uns wichtiger. Ja, genau. Dabei leiden die Polen unter extremer Luftverschmutzung, wie hier in Warschau, vor allem zwischen November und Februar. Unter den 50 schmutzigsten Städten liegen 33 in Polen. Die Feinstaubbelastung durch Autoabgase ist hier höher als durch Kohleöfen. Der Europäische Gerichtshof hat Polen 2018 wegen der dauernden Überschreitung der Feinstaubwerte verurteilt, doch wenig geschieht. Dieselgate wurde natürlich auch in Polen diskutiert. Aber die Autoimporte sind die Grundlage des polnischen Automobilmarkts und hier ist der Preis entscheidend. Je mehr Autos zu attraktiven Preisen angeboten werden, je jünger sie sind, desto höher ist die Bereitschaft, diese Autos zu kaufen. Noch haben wir in Polen keine Vorschriften, die den Ankauf von älteren Dieseln einschränken würden. Familie Bernatek ist verzweifelt. Ihre 3 Töchter leiden unter Allergie und Asthma. Die Eltern haben einen Luftreiniger aufgestellt. Der läuft rund um die Uhr. Wir sind sauer, dass unsere Kinder mit ihrer Gesundheit bezahlen, nur weil andere rücksichtslos sind. Warum nehmen wir in Polen die dreckigen Autos auf? Warum werden sie nicht verschrottet? Es fehlt an globaler Verantwortung.
Wir versuchen, die schmutzige Luft zu meiden. Wenn die Feinstaubbelastung doppelt so hoch ist, wie die Weltgesundheitsorganisation vorschreibt, gehen wir nicht raus. Unsere Kinder werden vergiftet und wir können kaum was dagegen tun. Zur Kita fahren der Vater und die vierjährige Gabrysia häufig nur noch mit Maske. Viele Eltern hier haben Angst um die Gesundheit ihrer Kinder. Bei Smog sind die Spielplätze in Warschau wie leergefegt. Inzwischen sprechen polnische Ärzte vom sogenannten Dieselasthma. Die Zahl der Patienten mit Allergie und Asthma steigt konstant. Das ist nicht genetisch bedingt, sondern liegt an der Luftverschmutzung. Die Zahl der Autos ist von 10 auf 23 Millionen gestiegen. Das sind oft alte Diesel, die über polnische Straßen fahren. Wir müssen das ändern. Seit dem vergangenen Jahr misst die polnische Polizei einmal im Monat punktuell Abgase und prüft Fahrzeuge auf technische Mängel. Stop Smog heißt die Aktion. Landesweit sind 5000 Beamte im Einsatz. Dabei ziehen sie immer wieder einzelne Fahrzeuge aus dem Verkehr. Doch bei rund 23 Millionen Autos bewirkt Stop Smog nur sehr wenig. Polnische Oppositionspolitiker kritisieren die deutsche Regierung, fordern europäische Lösungen. Vielleicht wird die Umwelt in Deutschland durch den Dieselexport weniger belastet. Aber leider wird das Problem nur in andere Länder verlagert. Das können wir nur als europäische Gemeinschaft lösen, nicht als nationale Staaten mit Eigeninteressen. Wir brauchen Ansätze, damit diese Fahrzeuge verschrottet werden, anstatt sie einfach weiterzuverkaufen. Die Kinder der Bernateks. Es geht um ihre Gesundheit. Die Eltern und viele junge Familien in Polen verlangen, dass die Politik endlich handelt. Auch Sune Pedersen ist Familienvater mit einem kleinen Kind. Dass sein Auto heute als Dreckschleuder gilt, konnte er nicht ahnen. Auch ihn hat die Politik im Stich gelassen.